Wir machen heute eine 3.000 Euro Schnitzeljagd in ganz Köln. Es gibt insgesamt 2.000 Euro für das Gewinnerteam. 750 für den zweiten Platz, 250 für den dritten Platz und Fofi auf Trostpreisbasis. Es wird den vierten Platz. Wir haben sehr stabile Teams dabei. Ihr kriegt alle Aufgaben. Es gibt vier Stationen, die ihr in Köln lösen müsst. Und ich würde sagen, wir kommen sofort zur Teamvorstellung. Let's go. Hi, wir sind Team von Morlos. Ich bin Ben und mein Lieblingstier ist Hello Kitty. Hi, ich bin Sally, auch bekannt als Sally Salami 69. Und wir sind Team Humorlos, weil wir keinen Humor haben. Mein Name ist Nolli. Mein Name ist Niklas. Und zusammen sind wir heiß und fettig. Fettig. Hi, mein Name ist Ilia. Ja, mein Name ist Brian. Und wie seid ihr? Cici. Konon. Crime. Moin, wir sind zusammen das Team Whisky Cola und werden alles zerstört. Ich bin Jeremy und das ist Cyrus. Ich gebe euch einmal ganz kurz das erste Rätsel. 10er Budget für jeden, ihr dürft kein eigenes Geld benutzen, ihr wisst es. Ihr könnt Geld schnorren bei anderen Leuten, das war's. Ihr dürft mit anderen Leuten sprechen. Kein eigenes Handy. Auch für euch einmal, Jungs. Einmal für euch. Okay. Erste Rätsel steht drauf. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Okay, let's go. Ja, yalla. Location Tip. Es ist eine Sehenswürdigkeit von Köln. Name der Sehenswürdigkeit setzt sich zusammen aus einer Farbe, wenn man es Farbe nennen kann. Ein Transportmittel, in dem viele Leute transportiert werden können. Es ist ein Denkmal. Dort findet ihr einen Hinweis für den nächsten Standort. Es ist die Bahn wahrscheinlich. Ja, die hat viele Farben. Es ist eine Bahn, mit der viele Sachen transportiert werden können. Gibt es einen schwarzen Zug? Gibt es einen weißen Zug? Gibt es ein schwarzes Flugzeug? Gibt es eine deutsche Bahn? Nee, diese. Was ist denn an deutsche Farbe? Schwarz, rot und gelb, oder? Ja, aber das ist. Eine Art Information oder so, vielleicht nachfragen. Vielleicht so Touristeninfo oder sowas. Wenn du denen das vorliest, denkst du, die sagen dir was? Natürlich. Die müssen doch alles wissen, was doch Info ist. Als wir doch hier waren, haben wir doch diesen komischen Zug da gesehen. Du meinst diesen, ja, okay. Und was, wenn der Bums ein Denkmal ist? Meinst du aber wirklich, das ist ein Denkmal von Köln? Weiß ich nicht. Ey, ihr kennt euch bestimmt in Köln aus, oder? Ihr könnt auch googeln, wenn ihr wollt. Ja. Gewinnen wir auch was? Nein. Jetzt such! Jetzt pack dein Handy aus! Schwarzer Bus, weißes Flugzeug oder so? Denkmal in Köln. Weißer Bus! Das sieht doch gut aus! Weißer Bus, wo ist das denn? Das Denkmal der grauen Busse. 950 Meter. Weiß? An der Rheinseite. An der Rheinseite. Lauf! Du musst fit sein! Ab geht's! Tobi, ich weiß, dass du nicht laufen magst, aber jetzt müssen wir laufen. Oh nein, die wissen irgendwas. Können wir denen theoretisch auch hinterhergehen? Gib mir doch einmal den Zettel, ich will nur sicher gehen, dass wir auch auf der richtigen Spur sind. Hinterherlaufen bringt da manchmal nichts. Ich glaube, ein Rotes. Es gibt da hier diese Partystraßenbahn irgendwie, weiß ich nicht. Man merkt, du bist der Anführer der Truppe, ist das richtig? Normal, wenn man es mal benennen kann, es ist nicht bunt. Das ist eine See. Das darf nicht bunt sein. Dann ist doch was vielleicht durchsichtig oder so. Lass doch Info fragen, ihr seid so dumm. Ich hätte gesagt, geht ins Tourist-Office, da kriegt ihr alle Antworten. Wo denn? Ich hab mir schon ein bisschen einfacher vorgestellt, ne? Was denkt ihr, welchen Platz ihr einnehmen werdet? Erster. Wir wollten jetzt schnell zu dieser Bimmelbahn, die hier rumfährt. Ist das vielleicht eine gute Idee? Ja. Da wird sie hingehen. Okay. Danke. Okay, danke. Sie fährt. Und wenn wir die jetzt nicht antreffen, haben wir wertvolle Zeit verschwendet. Wir sind jetzt an der ersten Station angekommen und hier liegen die Hinweise für Rätsel Nummer 2. Ihr kennt das vielleicht noch, das Denkmal der grauen Busse. Und ich würde sagen, versteckt jetzt den Hinweis hier. Und dann schauen wir mal, wer hier als erstes auftaucht, um sich 2.000 Euro Preisgeld zu holen. An der Stelle geht natürlich ein riesiger Kuss raus, auch an Opera, die das Ganze hier einmal mit dem unfassbaren Prize-Pool von 3.000 Euro unterstützt. Richtig, richtig fett, dass wir so viel Geld raushauen dürfen. Kuss geht raus an der Stelle. Und falls ihr Bock habt, mal die Opera GX Game Show zu sehen, wo ich gegen Evive in Polen angetreten bin. Komplett zerlegt haben wir da. Checkt jetzt unbedingt mal diesen Trailer aus. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Kuss geht raus an den besten Browser da draußen. Opera GX. Und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß im Trailer der Game Show. Und danach geht's weiter mit Station 2. Herzlich willkommen zu Hot Tap Hero, Dino. Ey, willst du kommen? Wir können noch willst du ein Dance-Battle machen? Lass Dance-Battle machen. Wer weiß, ist ein Hurensohn. Das geht gleich los mit einer Business-Haltigkeit von hier. Jeder hat Hate auf Baby. Ich wäre Vincent und ich mache alles für Geld. Das ist ja keine Diskussion, das ist mehr Faktenlage. In einem Musikvideo, welcher Band hat Hand of Blood mitgespielt? Wer das nicht weiß, ist dumm und heißt Odoman. Der Unterschied ist, ich glaube, er macht monatlich noch mehr Klicks, aber... Ja, classic. 10 Euro Budget ist aber ein bisschen klauserig hier. Was würdet ihr für ein Geld machen? Meine Rechnung bezahlen. Neues Equipment und so ein Mikrofon. Bruder, ich habe jetzt schon Muskelkater. Blauer Bus, Denkmal in Deutsch. Was ist das denn? Ja, das ist aber Bus, Denkmal in Deutsch. Das könnte sein, wo ist das denn? Alles klar, danke schön. Okay, dann laufen wir mal. Blauer Bus ist doch eine Farbe, ist doch klar, Alter. Hm? Ich google mal für uns und wir machen Gewinn Hälfte, Hälfte. Ich google gar nichts. Stand doch Informationen. Ich komme aus Köln. Warum keine Folge? Dann ist er noch 10 Minuten. Okay. Nein, doch, das 10 Minuten lohnt sich gar nicht in der. Da kann man nicht transportiert werden. Also das bewegt sich. Ja, wo sich. Ist aber ein Transport? Das ist am Schokoladenmuseum, ist das. Das ist aber weit weg. Obwohl doch, da können Leute transportiert werden. Das ist dieser Zug auf jeden Fall. Wie lange willst du jetzt auf den warten? Wir müssen sowieso auf den warten. Wir wissen jetzt, dass der Zug ist, aber es kommt kein Zug. Ja. Da steht ein Bus. Da ist er wirklich. Ich hab gesagt, Bruder, ich weiß das. Was? Hä? Ach da! Ja, moin! Was? Die Dicken sind zuerst da! Ja! Was?
Hä, wie schnell? Also, ist jetzt Station 1 von 4. Halt mal fest, halt mal fest, halt mal fest, halt mal fest. Es geht direkt weiter. Begibt euch zum zweiten Standort. Tipps: Man kann hindurchlaufen, es ist keine Tür. Es wurde im früheren 13. Jahrhundert eingerichtet, befindet sich an einem Platz in Köln. Das ist dieses Tor, wo wir durchgegangen sind. Es könnte theoretisch am Heumarkt sein. Mit diesem Rätsel könnt ihr erraten, welchen Platz sich in der nächste Punkt befindet. 5, 2, 5, 18, 20, 16, 12, 1, 20, 26. Das sind Koordinaten. Wir fragen hier mal einen netten Passanten, dann sind wir schneller. Geht mal wieder weiter. Ganz viel Spaß bei der weiteren Suche. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die vor uns da sind. Was machen wir dann? Aber es soll genau hier auf der Ecke sein, ne? Die steht aber auch nicht so im grauen Bus. Die wissen halt nicht, dass ich hier bin und ich sehe die da hinten schon und die sind so los. Da vorne. Was hast du gesehen? Oh, ich habe dich gesehen. Die haben mich gesehen, okay. Oh. Hallo. Hey, schaut euch um. Schön, dass ihr hier seid. Freut mich erstmal. So, willkommen am Denkmal der grauen Busse. Mhm. Vielleicht bewegt euch einfach weiter. In 6 Minuten ihr abgeholt. Macht euch auf. Bis später. Wir sehen uns. Okay. Ich hoffe, wir müssen nicht schon wieder zum Dom, bitte. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zur Station Nummer 2. Und zwar zur Eigelstein-Torburg mitten in Köln. So, einmal kurz Zwischenfazit. Was habt ihr gerade gemacht? Also, wir fahren gerade, die zwei Polizisten, die helfen uns gerade. Es kommt gleich noch jemand, vielleicht, der kann vielleicht helfen bei der Kölner. Ich bin noch Kölscher Jung, aber da bin ich jetzt etwas überfragt. Ich wohne am Boden. Hier im Rheinauer Hafen. Wir sind immer noch genauso dumm wie davor. Alles am Arsch. Egal, wir werden Erster. Irgendwo hier müsste doch die Haltestelle dann sein. Wir gehen einfach dahin, wo die anderen waren. Das. Halt ihn auf! Komm da hinterher. Ist da was drin? Hier ist nicht. Doch, es muss hier sein. Hier ist nur eine City-Tour. Okay, also wir haben sie schon mal gefunden. Ich komme nicht mehr auf mein Leben klar. Gut, wir haben eine Haltestelle gefunden. Das ist ja schon mal sinnvoll. Hier wird nichts sein. Laber doch nicht, such. 5, 2, 5, 18, 20, 16. Vielleicht die Zahlen, vielleicht ist das Alphabet oder so. Wir glauben, das sind Koordinaten, aber ich weiß nicht, wie wir danach googeln können. Wir dürfen selber nicht, das müsst ihr machen. Ich muss 4 teilen. Sachen aus dem Alphabet gedacht. Das wäre A, B, C, D, E. Was ist die fünfte, der fünfte Buchstabe? D. D? 2 ist B. D, B. Nee, ist noch kein Sinn. Okay, das sind wahrscheinlich dann Koordinaten. Das muss ja dieses Ding hier sein. Aber wie willst du jetzt weiterverfahren? Ich meine, wir dürfen kein Handy benutzen. Wenn ich eine Ahnung hätte, dann wäre das ja schön. Was sind 18? Jetzt hör mal durch. A, B, C, D, E, F, G, H, P, Q, R, Ebert. Ebertplatz? Ebertplatz, boah, ihr seid zu geil. Ja, 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 ja. Was ist im Ebertplatz? Was ist das Tor, ne? Ebertplatz. E, das ist E. Fünf, das ist E. Oh. A, B, C, D, E, F, G. Ja, dann müssen wir zum Ebertplatz. Okay, aber wo fahren wir am besten zum Ebertplatz? Ich hab keine Ahnung. Kennt ihr irgendwelche Schiffe? Nein, ich kenne gar nicht. Ich spring gleich in diesen rein, ich hab keinen Bock mehr. Der Erste will aufgeben? Ich will nicht aufgeben, nein. Guck mal, hier sind nur moderne Fische, Schiffe und so. Moderne was? Fische. Sag mal, wo bist du? Ich gar keinen Plan, wo der ist. Also, wir fahren zum Rudolfplatz, laufen noch rüber zum Friesenplatz und fahren mit der 12 zum Ebertplatz. Na, was ist dir eingefallen? Dass am Ebertplatz ja der Eigelstein ist und da ist ein Torbogen. Also, man kann hindurchlaufen, das ist keine Tür, ja, es ist wahrscheinlich dieses Tor. Ja, kann gut sein. Alright, wir sind am zweiten Punkt der Eigelstein-Torburg angekommen, meine Freunde. Und es gibt nichts Besseres, als eine Schatzkarte da zu verstecken, wo nämlich auch früher Piraten mitgearbeitet haben. Und zwar an einem Anker. Das ist schon, was ihr so zum Beispiel mit dem Geld macht, wenn ihr als Erster ankommt? Nee, ich hatte überlegt, mir Objektive für die Kamera zu kaufen. Und ein tolles Weihnachtsgeschenk für meine Mama. Meine Mama haben wir es eigentlich zu verdanken, dass wir hier sind. Ja. Die hat mir die Story geschickt und meint so, hier, schreib mal. Die Frage ist halt, wie lange das dauert. Wie haben wir? Dauert 3 Minuten. 14 Uhr, 2 fährt der nächste. 13,58 nehmen wir. 3 Euro, Bruder. Also Plan ist es, jetzt mit der Straßenbahn zu fahren. Wenn es Straßenbahn gibt, nehmen wir die Straßenbahn. Ja. Diese zwei Teams sind gerade sich einfach hier rüber teleportiert. Die sind mit der Bahn gefahren wahrscheinlich. Und wir sind jetzt jeden Moment wieder zeitgleich da. Oh mein Gott. Wenn die zeitgleich ankommen. Die sind on spot, die sind zeitgleich hier. Und meanwhile sind die anderen einfach noch irgendwo in der Innenstadt. Ich glaube, wir sollten denen langsam mal einen Hinweis geben. Also ich habe jetzt aus der Zentrale einen Tipp bekommen. Es ist grau und hat mit Bussen zu tun. Weil ihr die Letzten übrigens seid, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Kennt die Fisch grauen, grau Bus? Keine Ahnung. Ach so. Deutz. Deutz hatte ich gesehen auf der Karte. Das ist Deutz. Das ist doch hier der Bahnhof, oder nicht? Ja, wir müssen über die andere Seite vom Rhein. Was finden Sie? Gerade sind wir ja gerannt. Lass mal entspannt machen. Bruder, entspannt. Entscheidet über 2.750 Euro. Ja, okay, du bist eher der Macher, ich bin eher der Denker. Legit, die sind da, die sind da. Die kommen jetzt hier gerade die Straße runter, hier vorne bei Freddy Schilling. Es ist zu krank. Was geht da? Ja! Oh. Ihr seid sehr stark. Vielleicht schaut euch hier mal ein bisschen um. Das Rohr. Er kann halt nicht mit großen Rohren umgehen. Ihr habt's getan. Hey, ihr seid auch zeitgleich da. Also ich will euch jetzt hier gar nichts sagen, aber vielleicht... Sind wir noch erst. Oh, da sind sie. Schnell weiter. Wir gehen schon mal los dann. Macht's gut. Ne? Spaß, ciao. Bis gleich. Oh, warum eine Schatzkarte? Ja, haben wir. Es gibt insgesamt 4 davon für jedes Team versteckt. Auf der Schatzkarte selbst befindet sich ein Hinweis zum genauen Standort des nächsten Zielpunktes. Wir fragen Leute. Na, warte. Ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo das ist. Wir müssen ja schneller sein als die. Bitte. So, wir müssen kurz bei Google Maps gucken, was das genau ist, damit wir es auf der Bahnstation nachgucken können. Mach schon, ihr seid wirklich korrekt.
Mal gucken, ob es die richtige Richtung ist. Hier genau sind wir. Wir müssen darüber zu dieser Kreuzung. Ich glaube gerade, das Team Humorlos liegt vorne. Wir sind echt auch gut am Sprinten. Wir sind gerade 20 Minuten durchgelaufen. Also auch für uns ist nicht nur Uberfahren, sondern ein bisschen Gas geben. Was wird gesucht? Das Denkmal der grauen Busse. Okay. Ah, da ist es doch. Okay, der Wust kommt hier auf euer Leben nicht. Jetzt gehen wir auf Route. Die hat gerade gesagt, man muss auf die andere Seite mit der Brücke. Dort ist ein Turm und dort ist es. Man kann hier durchlaufen, es ist keine Tür, es wurde im frühen 13. Jahrhundert. Vielleicht könnten diese Zahlen so mäßig nicht Koordinaten, sondern das Alphabet sein. Warte, 5 ist E, A, B, B, das ist das Tor. Boah, das ist krass! Ja. Ey, ohne Wetter, das ist das sogar. Müssen wir da hinfahren? Nein! 900 Meter ab da. Oha, wo müssen wir da längs? Wir gehen über die Hohenzollernbrücke. Wir danken Ihnen. Dann jetzt mal Jalla, dann gib Gas. In der Nähe des Kolumbus, das müsste hier die Kante sein. 17 Minuten, das geht eigentlich. Die anderen sind schon auf dem Weg. Nee, die waren nicht vor uns. Die gerade bei uns am Tor waren. Ja, die waren noch nicht vor uns. Doch, die standen hinter uns. Nee, die sind dann vorgelaufen. Die sind vor uns. Als ihr mit dem Mädchen geredet habt. Ja, toll. Stark, stabil. Ihr könnt euch hier nochmal durchlesen, was da so steht. Nach 2 Würfeln sollen wir suchen. Würfelt einen Pasch und ihr erhaltet den nächsten Tipp. Ey, das war so tight, ne? Die waren fast schneller als wir. Das ist Wahnsinn gewesen, wirklich. Oh ja, das ist ein Würfel. Okay, okay, wir Würfel. Ah, das war kein Pasch. 3-4. Schon. 1-4. Das Kolumba war ja hier. So, da sind wir gerade vorbeigegangen. Irgendwie so da. Könnte besser laufen auf jeden Fall. Wieso werde ich aggressiv? Immer noch nichts, ne? Einser Pasch. Da ist er. Okay, gut. Würde ich sagen. Glückwunsch zum Pasch. Im nächsten Schritt müsst ihr dieses Kreuzworträtsel lösen. Das Lösungswort verrät euch den nächsten und damit vorletzten Punkt. Tobis Team müsste auch im Moment hier ankommen. Wir schauen noch mal kurz beim Team von Flo nach. Ich meine, das müsste dann hier direkt sein. Wasch! Da bist du. Haben wir ihn? Ja, wer kennt denn so ein Stück Scheiße? Da steht einfach irgendwo rum. Das erste Ziel ist gefunden. Glückwunsch. Es geht direkt weiter. Also, Plan ist jetzt folgender. Ebertplatz, dort ist das Tor. Dort dann quasi der nächste Spot. Team CC macht sich auf jeden Fall nach vorne. Ja, ich würde sagen, wir warten mal auf Tobi und ich rufe ihn schon mal auf entspannt ein Taxi. Da, oh Mann, wir sind dumm. Was? Wir sind dumm. Da ist doch eine Straße. Was hat er denn jetzt gefunden? Warum läuft er auf einmal? Wollt ihr vielleicht hier auch irgendwie was machen oder wollt ihr nur rumstehen? Ich laufe seit 2 Jahren schon. Naja, aber vielleicht seid ihr jetzt nur noch Platz 3. Nein, die sind tatsächlich Platz 2, aber sie wissen es glaube ich nicht. Da wieder da hinten hin zurückzustellen. Also wenn du den Deckel aufmachst und wieder aufmachst. Das war ein Pasch. Wie heißt Revi mit Vornamen? Wie schreibt man denn Déjà-vu? Déjà-vu. Mit J, ne? Der Name ist von Revi Sarkani. König der Tiere ist Löwe. Köln auf Englisch, Cologne. Wissen Sie, was die Hauptstadt von Australien ist? Canberra. Oh, grünischer Turm. Echt? Los! Wo ist der denn? Das ist die Frage. Gaming-Browser, welcher oft benutzt wird? Opera? Doch, hier, Turm. Guck mal, Turm. Turm, ja. Turm. Römischer Turm. Ich glaube nicht, dass die anderen so krass aufgeholt haben, oder? Das klingt gut. Ja, wir müssen da, dann links runter. Jetzt, Mann! Jetzt hängt er! Yo! Wo hat der denn hingekraft? Köln war ja von den Römern, ne? Gegründet worden. Da gibt es so Römerreste. Da müssen sie in die Richtung da gehen. Da, genau da, zwischen der Mauer und den da Häusern. Kommen wir auch dahin. Wo soll das sein? Entschuldigung, wissen Sie, wo der römische Turm ist? Da hinten ist ein römischer Turm. Okay, danke schön. Los. Wir kommen am römischen Tor und somit zur letzten Station vor dem Ziel. Revi wartet am Ziel auf euch. Schnappt euch den silbernen Koffer, wenn er nicht schon weg ist. Packt eure Badehosen ein oder auch nicht. Im Sommer wird der Ort oft von jungen Menschen besucht. Es wird gefeiert, getrunken und entspannt. Man würde dort gerne baden, darf man aber nicht. Südlich befindet sich der Park, in dem sich Revi aufhält. Da also kenne ich mich nicht aus. Ein See vielleicht? Aachener Weiher. Aachener Weiher, es ist der Aachener Weiher. Klar, wo müssen wir lang? Ist da hinten der Friesenplatz? Ja, da vorne. Boah, das ist perfekt. Dann laufen wir zum Friesenplatz und dann die Aachener Straße runter. Buchstaben. 26 Buchstaben gibt es. Am Ende ist Z. Ich hätte gern was zum Schreiben. Warte, ich habe einen Stift mit. Ja, sag das doch gleich. Ebertplatz. Entschuldigung, könnten Sie uns sagen, wo der Ebertplatz ist? Im Sommer wird der Ort oft von jungen Menschen besucht. Es wird gefeiert, trunken und entspannt. Das ist auf jeden Fall der Rhein, definitiv der Rhein. 100%. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal, komm, wir müssen einfach Richtung Rhein. Es wird gefeiert, getrunken und entspannt. Das ist der Mediapark. Das ist der Mediapark, ja. Was ist das denn da für? Ach nee, nach der Aachener Weiher bestimmt. Aachener Weiher. Aachener Weiher. Oh, der ist ja ultra weit weg. Leute. Wir sind am letzten Punkt angekommen. Aachener Weiher. Wunderschön hier. Perfektes Wetter und perfekte Stimmung. Jetzt ist es soweit. Wir warten auf die ersten Kandidaten. Und ich bin unfassbar gespannt, weil in der Zwischenzeit ist nochmal so viel passiert. Die Teams haben es irgendwie doch geschafft, sich gegenseitig zu überholen. An der Stelle geht nochmal ein dicker Kuss raus an der Opera GX. Checkt unbedingt ganz wichtig die Folge in der Videobeschreibung. Es ist ernst witzig geworden. Wir haben eine komplette TV-Show für euch produziert. Und jetzt warten wir auf unsere Gewinner. Das ist auch ein Park, oder? Das ist ein Park, klar.
Wird grün jetzt. Sollen wir dann außen rumlaufen oder sollen wir innen rum erstmal? Okay. Also er meint ja auf jeden Fall. Nein. Da sieht aus wie Akani. Okay, let's go. Guck mal, wer da angelaufen kommt. Dreh dich mal ganz kurz rum. Alter, no fucking way. Hallo, was geht ab? Hey, erstmal Glückwunsch zum dritten Platz. Die anderen sind schon nach Hause. Was? Die haben euch einfach überholt. Nein, Spaß, ihr habt gewonnen. Ja. Yeah. Let's go. Stabil, oh mein Gott. Hey, einfach 2000 Euro Weihnachtsgeld. Oh, danke schön. Bus. Das ist perfekt. Danke. So soll es sein. Setzt euch hin, ja, macht es euch bequem, beruhigt euch erstmal und wir warten jetzt erstmal auf die anderen. Habt ihr abgerissen, holy shit. Ich hoffe, dass wir nicht aus Köln sind, war es echt Team okay. 750 Euro Weihnachtsgeld, ja. Auf den Nacken geht an euch. Habt ihr schon einen Plan, was ihr damit machen wollt? Rechnung bezahlen? Daneben kostet noch Rechnung. Okay, ja gut, Gas und sowas und so fort. Okay, es ist absolut crazy. Beide Teams kommen an der zweiten Station genau zeitgleich an. Also ihr seht, sie sind halt wirklich genau mittendrin. Hier ist der Eigelstein und die kommen halt einfach hier bei der Burg zeitgleich an. Ja, mein Gott, haben wir zwei dritte Plätze, dann ist es so. Dann müsst ihr nicht nochmal alle Stationen durchlaufen. Ich würde sagen, wir rufen die mal kurz hier hin, sammeln uns und dann gibt's große Sieger, Jungs. Bis gleich. Also Jungs, gerade von der Zentrale ist reingekommen. Ja, das ist durch. Also ihr seid Dritter. Hä, wieso echt jetzt? Ja, die sind fertig. 3000 Euro Schnitzeljagd ist damit gewonnen. Ey, geisteskrank. 2000 Euro für euch, 750 für euch und ich habe gesagt, einfach auf korrekt, so jeder von euch nochmal 150 als Team machen wir. Es gibt nur einen dritten Platz, also ihr habt alle gewonnen. In diesem Sinne, Kuss geht raus an Opera GX. Das war's von diesem Video, frohe Weihnachten, haut rein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.